Ja, hallo und herzlich willkommen live von der Maze Bank, Don Pecunio, das bin ich. Zurück mit dem wöchentlichen Zeitrennen, diesmal die Maze Bank Arena, mit einer Zeitvorgabe von 1 Minute 17.800. Und interessant an dem Rennen ist, also erstmal hier die große Übersichtskarte. Von hier geht's los, Zeitrennen von der Maze Bank Arena. Und es geht zum Sisyphus-Theater. Das liegt ein bisschen weiter nördlich. Nämlich exakt genau hier. Das ist das Sisyphus-Theater. Und hier ist irgendwo ein Parkplatz. Da geht es hin. Also das weiß ich aus vergangenen Tagen. Und das sind 3 Kilometer. Oder 3,9. Direkt natürlich mitten durch die Stadt. Und interessant an dem Rennen ist, dass wir natürlich, weil es durch die Stadt geht, ständig irgendwelche Kreuzungen haben, na, an denen der Verkehr ja nach wie vor fließt. Ich habe mich jetzt extra dafür entschieden, das mal nachts zu fahren, weil da wohl nun augenscheinlich weniger Verkehr auf den Straßen ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich gut durchkomme. 1 Minute 17.800 für diese Strecke. Und ich würde sagen, dann geht's auch schon los. 3,58 Kilometer. Und los geht's. Ich hoffe mal, dass ich den Bonus für diese Woche mitnehmen kann. Und dann, ja, los. Nee, Quatsch. So, stillstehen. Jetzt aber. Genau. Und mit großen Schritten vorwärts. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Normalerweise für gewöhnlich nehme ich hier die Hakuchu, die normale. Und zwar wegen dem Wheelie, weil man da auch ein bisschen mit springen kann. Also zum Beispiel an diesen Stellen hier. Aber ich habe mich getäuscht, also weniger Verkehr ist es doch nicht. Gefühlt eher mehr, aber das ist bei Zeitrennen meistens so. Und einige Straßenkreuzungen, hier würde ich jetzt zum Beispiel mit dem Wheelie gut springen, aber einige Straßenkreuzungen haben wir schon hinter uns gelassen. Gott sei Dank relativ easy. Selbst diese hier ist so mit einer der gefährlichsten und dann geht es auch schon hoch in die Hills. So. Hier wird fleißig abgebogen. Aber das müsste eigentlich technisch zu schaffen sein. Sieht wohl nicht allzu schlecht aus. So, hier kann man schon mal ein bisschen langsamer fahren. Und hier ist auch schon das Ziel. Und gar keine Eile gehabt, maximale Gesundheit bekommen. Level up. Die 100 und 1000. Ja, also ist am Ende doch besser gewesen, als ich eigentlich dachte. Also bin doch noch besser durchgekommen. Ja, und ich würde sagen, das war's für diese Woche. Und wir sehen uns dann alle hoffentlich nächste Woche zum nächsten Zeitrennen wieder. Und bis dahin, habt Spaß bei diesem. Probiert's aus. Es ist ja möglich, wie man sieht. Und wenn man es nun eben halt aufgrund mangelnder Erfahrung nicht gleich beim ersten Mal schafft, nicht aufgeben, einfach weiter versuchen. Und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschö.